Ja, hallihallo, ihr Lieben. Wir sind hier in World of Warcraft. Wrath of the Lich King Classic in der Version 3.4.2. Sind hier in der Schwarzen Wacht. Zul'Drak auf Nordend. Und sind hier bei Stefan Wadu Asche zu Asche. Sabotage. Stefan in der Schwarzen Wacht möchte, dass ihr eine weitere Aufgabe für Drakuo erledigt. Zusätzlich dazu müsst ihr an 5 Geißelwagen im Reliquiar des Schmerzes Sprengladungen anbringen. Kehrt dann zu Stefan in der Schwarzen Wacht zurück, falls ihr euren bezauberten Heilsreif verlieren solltet. So, gibt ein paar Items, dann 18 Gold noch was. Wir sind mal auf dem Weg, machen hier mal die Quest. Probieren diese Geißelwegen dann zu zerstören. Dachte, das ist hier ein Geißelwagen. Oder müssen wir hier vorne drum stehen? Das hier? Ist auch kein Geißelwagen. Okay. Aber das hier ist doch ein Geißelwagen. Aha. War da drüben auch ein Geißel? Naja, weiß ich nicht. Wir gucken mal hier weiter. Da ist noch ein Geißelwagen. Da ist noch einer. Müssen aber kurz warten. Ja, da hat er mich gekriegt. Da sehe ich ihn, da sehe ich ihn. Okay, hier ist gut, hier ist keiner gerade. Dann müssen wir wieder kurz mal warten. Und zack. So. 5 platziert. Und jetzt auf zum Drakuru. Legen wir mal wieder hier unsere Kette an. Wieder als Gulli. Oberanführer Drakuru. Was habt ihr im Kopf? Brennstoff. Drakuru in Voltaros möchte, dass ihr das Zepter des Befehls auf die aufgeblähten Monstrositäten anwendet und dann ihre Fähigkeit dazu einsetzt, um 60 Schädelberster der Drakari zu töten und 3 Häuptlinge der Drakari hervorzulocken. Die Häuptlinge tauchen erst dann auf, wenn genug Schädelberster getötet wurden. Okay. Dann müssen wir zu Monstrositäten. Wir müssen erstmal gucken, wo Schädelberster sind. Die sind nämlich hier, genau. Das hatte ich mir fast gedacht.
So, da verwandle ich mich mal wieder in mein Ghoul-Outfit. So, zack. So, zack, wieder verwandeln. Monstrosität holen. Und wieder rin. Ins Vergnügen. Ah, 60 ist echt ganz schön viel, ne? Denke ich, der Tisch, der Schädel wär's da. Und da können wir noch ein paar mehr holen. Zack. Und zack. Und zack. So, 29 von 60 haben wir. Oh, hier ist ein Häuptling. Eieiei. Achso, sehr gut. Hat er ihn mitgenommen. Perfekt. Er ist schon eine strange Aufgabe. Das muss man sagen. So, 15 fehlen noch unter ein Häuptling. Thank you.
erstmal mal kurz wegrennen. So, weil da haben wir uns natürlich schon ein bisschen gut drin gewagt. In die gute Hütte. So, aber dann geht's jetzt hier weiter. Dann haben wir sie alle. Dann kommen wir zurück beim allerwertesten Obermogel, die Quests abgeben. Oder die Quest. Bei Drakuru. Was ihr wollt. So, Brennstoff, 18 Gold, jetzt hier noch Drakurion, Voltaros möchte, dass ihr den Teleporter benutzt, der in sein oberstes Gemach wird, müssen wir auch noch machen. Eieiei, ist aber echt wieder eine lange Questreihe. Ja, aber auch nicht. Hä? Na, wo ist er denn jetzt hier gewesen, der Drakuru? Gehen wir mal nochmal hoch. Achso, erkundet. Vielleicht hätten wir hier auch einfach in der Mitte hier musst. Achso, da passiert nur das. Okay. Dann hotten wir uns nochmal. Also vielleicht doch einfach in der Runde mal rumlaufen. Ach ja, guck mal, da. Moralriger Sarg. Drakurus oberstes Geheimnis. Also ja, der Meister hat schon gesagt, dass er bald eintreffen würde. Bitte folgt mir. Ihr seid der erste der Kandidat des Herren, dem unsere Arbeit gezeigt werden. Wir zeigen werden, dürfen niemals außerhalb von Voltaros erwähnt werden. Die Welt wird unsere Geheimnisse schon bald genug erfahren.
Hier finden sich die Lager für unsere Seuchenkristalle, ohne die unser Projekt nicht möglich wäre. Ich höre, dass wir euch den Großteil unserer Vorräte zu verdanken haben. Hier seht ihr ein paar der Trolle, die uns dank eurer Hilfe auf dem Schlachtfeld in die Falle gegangen sind. Meisterliche Arbeit, wirklich. Wir denken, es wäre das Beste, sie hier zu positionieren, wo sie ihr bevorstehendes Schicksal vielleicht akzeptieren können. Das ist ihr Schicksal, solchen Bluttroll. Die Seuche sickert langsam in ihre Körper und Schritt für Schritt werden sie auf ihre Umwandlung vorbereitet. Diese spezielle Vorbereitung gewährt ihnen einzigartige Kräfte, sehr viel mächtigere, als sie sie anderweitig je erfahren werden. Bald schon wird der Herr ihnen die dunkle Gabe gewähren, welche sie in die Lage versetzen wird, dem Lichtkönig in alle Ewigkeit zu dienen. Bleibt so lange wie möglich, Herr Tadu. Ruhm den... den Früchten eurer Arbeit. Für die Erfüllung der Pläne des Herrn war euer Einsatz von unschätzbarem Wert. Möge eure Macht ewig wachsen. Macht es gut. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Dann können wir jetzt hier bei Drakuru abgeben. Grüße. Mögen die Geister. Enthüllung ist abgeschlossen. Und dann können wir hier jetzt bei der Schwarzen Wacht unsere Quest wieder abgeben, die Sabotage. Und dann sind wir wieder bei Stefan Wadu, Sabotage, können hier noch wieder was abgeben, wir gucken mal, was am meisten Gold bringt. Dieses Item nehmen wir hier und damit haben wir die Quest beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal, ciao.